Und ab heute in den Kinos Operation Valkyrie. Sie wissen schon, mit Stauffenberg, Hitler und natürlich Tom Cruise. Der hat letztes Jahr schon einen Bambi eingeheimst für seine Courage, also seinen Mut. Ja, Tom Cruise ist wirklich ein mutiger Typ. Hier, die Bild-Zeitung vom Montag. Ich zitiere Tom Cruise. Auch ich hätte versucht, Hitler zu töten. Was? Sie meinen, das ist gar nicht so mutig? So lange nach Hitlers Tod kann das heute jeder behaupten? Na, Sie sind ja auch nicht Tom Cruise. Und der ist bei Scientology inzwischen Hyper-Thetan-Mega-Alpha-Männchen. Und dank seiner Scientology-Kräfte hätte er auch den Tsunami aufhalten und die Geburt von Guido Westerwelle verhindern können. Glauben Sie nicht? Na, dann schauen Sie jetzt mal die Sendung mit dem Klaus. Ach und Krachgeschichten. Heute Tom Cruise. Das ist Tom Cruise. Was? Kennt ihr nicht? Macht nix, erklär ich euch. Als Tom Cruise noch klein war, also noch kleiner als jetzt, wollte er katholischer Priester werden. So wie der hier. In der Kirche kam der kleine Tom aber immer zu kurz. Menno. Hatte er erstmal die Schnauze voll von Religion. Hat das mal mit Insekten probiert. Nee, nicht mit Insekten, sondern mit den Sekten. Guck mal hier, Scientology. Denn Scientology ist Nächstenliebe total wichtig. Naja, jedenfalls, wenn du denen ganz viel Geld gibst. Und das Beste, gibt eine Gehirnwäsche gratis. Super, sagte Tom Cruise, habe ich endlich ein sauberes Gehirn. Freuen sich die Heinis von Scientology, haben wir einen Superstar, der sich überall für uns zum Affen macht. Können wir in jedem Kinderzimmer prima Werbung für unsere Sekte machen. Super. Moment, da fehlt noch was. Na, bitte. Scientology! Räumt Tom Cruise für Scientology die ganze Welt auf. Was meint ihr? Wollen wir diesen Ort säubern? Okay. Säubern? Moment mal, sagen die Deutschen. Das kennen wir doch von früher. Nö, lass mal lieber. Kein Problem, sagen die Heinis von Scientology. Erzählen wir den Deutschen einfach, Tom Cruise hat Hitler umgebracht. Naja, fast. Siehste, sind nicht nur die deutschen Teenies hin und weg, sondern auch die deutschen Promis. Der Bambi in der Kategorie Courage für Tom Cruise. Guck mal, Scientology-Gehirnwäsche funktioniert auch in Deutschland. Tja, und nächste Woche? Hey Kumpel. Tom Cruise trifft sich zum Gespräch mit Scientology-Aussteigern. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, euer Klaus.